Moin moin, liebe LA-Checker, Musikmesse bzw. ProLight und Sound 2013. Ich bin am Stand von JB Lighting und der Michael von JB Lighting wird mir jetzt heute ein bisschen was über die Produkte oder die neuen Produkte von JB Lighting erzählen. Hallo Michael, grüß dich. Erstmal zu deiner Person, du warst ja auch noch nicht vor meiner Kamera. Deswegen erstmal die anfängliche Frage, was machst du bei JB Lighting und ja? Ja, das ist relativ einfach. Ich bin der Servicetechniker von JB Lighting. Das heißt, es geht von Ersatzteilen über Produktvorstellungen, über Like-Entschulungen. Und ja, freut mich, dass ich hier auf Sendung bin. Hallo. Wunderbar, super. Was habt ihr dieses Jahr Neues im Programm von JB Lighting? Wir haben zwei neue wunderbare LED-Produkte. Wir haben zum einen einen kleinen A6 LED-Washer. Das heißt, wir sind relativ bekannt mit A12, A8. Den haben wir die letzten Jahre vorgestellt. Viele kennen wahrscheinlich noch den A7. Das ist ein RGB-bestückter Scheinwerfer gewesen. Und im gleichen Gehäuse haben wir jetzt im Prinzip diese RGB-weißbestückten LEDs vom A8 und vom A12 drin. Das ist eine Ausrahmung 15 Watt LED. Wir haben das System nochmal verbessert von der Kühlung. Wir haben dementsprechend mehr Leistung rausgeholt und sind 70% heller in Weiß wie der Vorgänger A7. A7 hatte, wie gesagt, diese RGB-bestückte. Mit RGB-Weiß haben wir jetzt eine gleichmäßig homogene Ausleuchtung. Zusätzlich haben wir jetzt hier eine Einzelansteuerung drin. Das heißt, wir können jede LED einzeln kontrollieren, was natürlich für tolle Effekte in Diskotheken, im Rock'n'Roll-Bereich sorgt. Ja? Wir haben letztendlich im Gegensatz zum A7 die stärkeren Motoren vom A8 verbaut. Das heißt, wir haben schnellere Pan- und Tilt-Geschwindigkeiten und auch das Zoom ist von 4 bis 40 Grad jetzt deutlich größer als noch vom A7 mit 12 bis 36 Grad. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Information und ich würde sagen, wir schauen uns noch ein anderes neues Produkt von euch an. Dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit von JB Lighting. Und was ist das? Das zweite Gerät ist ein LED-Spot. Die interessante Sache ist, wir haben jetzt 800 Watt LED-Lichtleistung. Das heißt, das ist eine RGB-Lichtquelle von hinten. Wir haben an dem Gerät jetzt einen Zoom verbaut von 12 bis 32 Grad. Wir haben zwei Grobo-Räder mit jeweils 7 Grobos bestückt. Wir haben ein Animationsrad, wir haben Frostfilter, wir haben Prisma, also einen voll bestückten Scheinwerfer. Und das Interessante ist eben, mit diesen 800 Watt haben wir jetzt wirklich die Lichtleistung von 9000 Lumen. Das heißt, wir sind vergleichbar mit einer 575 Watt Entladungsleuchte in Weiß. Ja, in Farben. Dadurch, dass die LED-Technik in Farben deutlich stärker ist, kommen wir da hoch. Wir haben das Produkt jetzt hier auf dem Messestand mit dem VS7, mit dem 1200 Watt verglichen und auch den schlägt er in den Farben. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Information. Jetzt spielen wir noch unser LA-Check-Fragen-Lotto. Das kennst du wahrscheinlich noch nicht. Das ist unser kleines Fragen-Lotto, wo ich dir eine Frage stelle, die du möglichst souverän beantworten musst. Und die hat auch überhaupt nichts mit der Messe zu tun. Überleg dir mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Fällt dir da spontan ein? Nein? Ja, das musst du mir auch sagen, damit ich auch die Frage mir entsprechend. Ich nehme die 2. Die 2? Okay, Männchen, mal eben kurz meinen Zettel hier, meinen schlauen Zettel rausholen. Der auch schon ein bisschen. Pass auf, alle Leute aus der Veranstaltungstechnikbranche haben ein iPhone und Zigaretten dabei. Welches Klischee trifft auf dich zu? Ich habe ein Android und rauche seit 7 Jahren nicht mehr, weil mein Sohn geboren ist. Ja, wunderbar. Also Klischee überhaupt nicht erfüllt. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Abschließend noch unser Abschlussspruch. Kennst du wahrscheinlich auch eher nicht, ne? Das ist Practice and Enjoy. Und ich zähle jetzt einfach von 3 runter und dann sagen wir den zusammen in die Kamera. 3, 2, 1. Practice and Enjoy.